Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Otis Klöber. Er ist Managing Partner der INX Investing Experts GmbH und mit ihm sprechen wir über die INX Crypto Community. Lieber Otis, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Heute dreht sich alles um das Thema Krypto. Schön, dass du da bist. Na, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dich zu sehen. Lieber Otis, sag mir doch mal, wer ist eigentlich Otis Klöber ganz genau und was verbindet dich mit Krypto? Na, wer ist Otis Klöber? Primär bin ich Musiker, also klassischer Musiker. Ich habe klassische Musik studiert. Dort eine Expertise entwickelt, in Führungsposition im Orchester gewesen, gutes Geld verdient, zusammen mit meiner Frau, schöne Instrumente gekauft, ein Haus gekauft, war ganz gut Geld da, einen sechsstelligen Betrag, haben wir gedacht, da kümmern wir uns ja nicht drum, haben wir das andere Leute, also quasi gewartet, das Thema Finanzen überhaupt in Angriff zu nehmen. Keine kluge Entscheidung aus heutiger Sicht, man muss sich drum kümmern. Weil dann kam die Finanzkrise, also die damalige 2008, 2007, 2008, 2009 und waren nur noch so 10-15% des Geldes da. Keine schöne Erfahrung, da bin ich so ein bisschen aufgewacht. Ich gedacht, das waren halt hauptsächlich Aktien, noch keine Kryptos. Und gedacht, ja, was hast du eigentlich falsch gemacht? Kein Know-how gehabt, Geld an andere Leute gegeben, niemals machen, immer selber verantworten. Und dann mich ganz Schritt für Schritt in diese Aktienwelt da reingearbeitet, habe ich mal in einem Contest mitgemacht, habe den ersten Platz belegt für die besten Ergebnisse beim Aktienhandel. 50.000 Euro Preisgeld waren das damals, schöne Sache. Habe ich mich mit verschiedenen Einkommensmodellen, Krypto ist ja ein Segment des Investings, es gibt ja andere Formen, wie man natürlich auch Vermögen aufbauen kann. Heute bin ich ja Managing Partner, also wenn du fragst, wer ist Otis Klöber, Managing Partner. Mhm. Der Investing Experts GmbH, habe ein Buch geschrieben, 5 Einkommensarten, so aus eigener Perspektive beschrieben. Und dann kam irgendwie das Thema Krypto einerseits so ein bisschen durch das Umfeld, durch das Netzwerk. Und wenn man jetzt einfach sich das Potenzial anschaut, das gibt es halt in keiner anderen Anlageform. Also wenn wir jetzt mal Bitcoin als Leitwährung nehmen, mit unter einem Cent gestartet, bis auf 69.000 US-Dollar gestiegen, sind rund 690 Millionen Prozent, also das bietet keine Asset Class der Welt. Also deswegen bin ich heute auch ein begeisterter Krypto-Investor. Weil du natürlich von Anfang an dabei gewesen nein, bist. Nein, nein, um Gottes Willen. Fairerweise muss man sagen, das wird wahrscheinlich auch nie passieren, dass man den besten Zeitpunkt und, also in beider, also man wird immer irgendwelche Wege mitgehen, sagen wir mal so. Ja, bedanke. Otis, sag mal, warum hast du dann irgendwann eine Krypto-Community eigentlich gegründet? Eigentlich in jedem Thema ist es ja sinnvoll, sich mit Experten im jeweiligen Fachbereich, ja, ob jetzt bei dir im privaten Umfeld, ja, in der Medizin, hat man da irgendwie ein Netzwerk, bei mir waren es die Musiker natürlich. Das heißt, wenn man es als Investor aktiv ist, sich dort sozusagen ein Netzwerk mit entsprechender Expertise aufzubauen. Also das war der erste Schritt und dass es jetzt sozusagen eine Krypto-Community ist, ist auch einfach eine Abkürzung der Lernkurve, kann man sagen. Also das Thema ist komplex, ist umfangreich, geht sich in den rein praktischen Umgang einzuarbeiten, das Verständnis der Marktzyklen zu bekommen. Wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und in irgendwelchen 0815 Facebook-Foren landet, sage ich jetzt mal, dann ist das oft ein ja, abfälliger Tonfall. Da werden Leute ja neu reinkommen, gleich für blöd verkauft, so ungefähr 90% Bildmaterial ja, teilweise. Darf ich gar nicht näher eingehen. Das ist also auch ein sehr geschützter, wertschätzender Raum, ist das so? Bei uns jetzt in jedem Fall, also ja, der Ton macht die Musik, ja. Also wie geht man miteinander um, das ist zumindest mir persönlich, ich will mich da auch selber wohlfühlen, ja. Das zieht dann auch wieder Menschen an, die sowas auch wichtig finden. Also deswegen haben wir diese Community gegründet, um einerseits diese Expertise zu haben und sozusagen auch einen dauerhaften Austausch zu gewährleisten. Also ein klassisches Seminar, ja, da sitzt man vielleicht irgendwie 2 Tage und hört jemand zu, der sich irgendwie ganz gut auskennt, dann fährt man nach Hause, dann ist der Alltag und was passiert dann? In der Regel nichts. Also Kontinuität, dauerhaftes Lernumfeld war auch ein Grund,
Für die Gründung einer Krypto-Community. Sehr spannend. Ja. Otis, was mich ja jetzt mal interessieren würde, kann man mit Krypto tatsächlich Geld verdienen oder ist das Risiko ehrlicherweise ziemlich groß, am Ende alles zu verlieren? Ein Risiko hat man als Investor immer, das muss man fairerweise grundsätzlich sagen, aber die Schwankungen, also dieses Auf und Ab, die Volatilität, wie man dann sagt, ist bei Kryptos einfach besonders hoch. Auf der Gewinnseite, das macht so spannend, auf der Korrekturseite aber fairerweise auch. Also da reden wir über Korrekturen Richtung 80-90%. Aber das Gewinnverhältnis ist halt sozusagen einfach extrem viel besser. Wenn wir jetzt kurz in die USA denken, ja, Zeitpunkt des Interviews, einige Banken sind Konkurs gegangen. Also bei Aktien kann man auch alles verlieren. Und historisch betrachtet, so von 1900 bis heute, haben Aktien im Mittel ungefähr 3% pro Jahr, was gut ist, ja, also besser als auf dem Girokonto. Genau, ist es allemal. Aber da bietet Krypto natürlich viel mehr Potenzial. Also da fällt die Wahl leicht, wenn das Risiko eigentlich vergleichbar ist, sich für die viel größere Chance zu entscheiden. Aber Angst und Gier, das ist ja eigentlich, ist ja nicht der Kryptomarkt an sich, der jetzt so gefährlich ist, sondern dass Leute zu falschen Zeitpunkten einsteigen, voller Gier, viel zu spät. Dann kommt die Angst, wenn es irgendwie zurückgeht, durch die eben angesprochenen Schwankungen. Also der Fehler sitzt üblicherweise eigentlich hinter dem Laptop, sage ich jetzt mal, das Invest zu tätigen. Und der Netzwerkeffekt, ja, also das macht die Asset Class, Aktien sind schon seit mehreren hundert Jahren am Markt. Der Netzwerkeffekt, der treibt natürlich die Preise enorm. Und da sind wir einfach an einem historisch sehr spannenden Punkt. Also das Risiko ist da, aber die Chance ist ein Vielfaches größer als in jeder anderen Anlageform überhaupt. Was ich mir mit Aktien, wenn ich mich damit beschäftigt habe, gehört habe, dass man die Emotionen so ein bisschen außen vor lassen sollte, ne? Nicht so emotional reagieren und vielleicht auch streuen. Weiß ich nicht, ob das beim Krypto auch ist, dass man einfach das Risiko minimiert durch die 5 besten Kryptos zum Beispiel. Ein genau. Bisschen mehr Risiko, ein bisschen. Genau, also eine gewisse Aufteilung sollte man auf jeden Fall haben. Nicht zu breit, dass man den Überblick nicht verliert. Also es bringt auch nichts, Gießkannenprinzip, so überall irgendwas, in der Hoffnung, dass ein Pflänzchen aufgeht. Also schon ein bisschen gezielt, aber natürlich auch nicht alles auf eine Karte setzen, da hast du schon recht. Lieber Otis, also alles, was du jetzt so erzählt hast, klingt erstmal für mich sehr plausibel und auch interessant und spannend. Und deswegen, wenn ich jetzt sozusagen als Einsteiger mich dafür entscheide, bei Krypto-Investing ja damit Geld zu verdienen, welche wertvollen Tipps hättest du denn für mich, die du mir mit auf den Weg gibst? Na, grundsätzlich ist es immer gut, quasi sich einem Expertennetzwerk irgendwie anzuschließen. Man muss ja das Rad nicht neu erfinden, also Know-how, was schon da ist, das kann man ja durchaus nutzen, sagen wir mal. Dann sollte also dieses Netzwerk einen gewissen Track-Record haben, gute Ergebnisse vorweisen, auch bewiesen haben, spannende Projekte gerade jetzt in diesem Segment gefunden zu haben, die sich sehr gut entwickelt haben. Man muss das Handwerk lernen. Keine Frage, also dezentrale Exchanges versus die zentralisierten Börsen, Hot- und Cold-Wallets, also dass man die Coins wirklich selber hat, nicht irgendwie auf einer Kryptobörse liegen lässt, kein Shorten, ja, so was man bei den Aktien sehr gut machen kann, quasi von fallenden Kursen profitieren, sollte man bei Kryptos auf keinen Fall tun, weil, wenn wir das konkret machen, ich habe ja Bitcoin schon angesprochen, 69.000 in der Spitze. Wenn man jetzt sozusagen davon ausgeht, dass man bei 69 verkauft, bei 20.000 zurückkaufen möchte, machen wir 70-20, hat man 50 gewonnen. Dann ist nicht abwegig, dass Bitcoin auch auf 100.000 steigen könnte. Dann von 70 zu 100.000, dann wäre man mit 30.000 im Minus. Also das ist ein Risiko, was man nicht eingehen möchte. Leverage-Handel. Auf keinen Fall machen. Das heißt, sich Geld leihen, also mit anderen Leute Geld, zum Beispiel von einer, also wie eine Bank sozusagen, eine von einer Kryptobörse sich Geld leihen, vielleicht noch mit dem Hebel 100, ja, dann hast du nicht dein Invest, sondern 100 Mal so viel verloren. Viel Spaß beim Zurückzahlen. Also ja, das sind so Dinge, die man auf keinen Fall machen möchte. Sich
ja, an das Thema Schritt für Schritt rantasten, mit Leuten zusammentun, die sich auskennen. Das wären vielleicht so ein paar Tipps. Die Frage wäre von mir noch in die Community, die ja wirklich Expertisen gefüllt ist. Könnte ich da einfach mit rein? Ja, grundsätzlich natürlich. Also du könntest, wir haben eine Webseite, Crypto Investing, so mit K im Deutschen, cryptoinvesting.net. Da könntest du dich informieren. Community heißt ja, dass wir langfristig zusammenarbeiten. Und da kann man sich dann bewerben. Und wenn dich das interessieren würde und wir lesen deine Bewerbung, dann bist du da herzlich willkommen. Ja, so vielleicht. Dann weiß ich ja jetzt schon mal, was ich heute Abend tun werde, auf welcher Website ich mal ein bisschen recherchieren werde. Lieber Otis, vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr spannend und ich freue mich schon, dass du wiederkommst. Ja, vielen Dank für die netten Fragen.